Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von German Scale Modeler. In dieser Ausgabe beginne ich den Videobaubericht zum deutschen Standardpanzer E75 in 1:35 von Trompeter. Vorgestellt habe ich euch den Bausatz ja schon in dem Kit-Review-Video vom 4.3.2015. Gebaut wird das Modell bis auf zwei Ausnahmen direkt aus der Schachtel. Und zwar werde ich die Bausatzketten durch Friolketten ersetzen und das Geschützrohr aus dem Bausatz gegen ein gedrehtes Alurohr von RB-Model tauschen. Auch bei der Lackierung werde ich von der vorgeschlagenen Variante abweichen. Hier werde ich etwas in der Richtung Rostschutzrot machen, so wie es zum Ende des Zweiten Weltkriegs durchaus vorgekommen ist. Also, los geht's mit dem Videobild zum E75. Okay, los geht's mit den Laufrollen. Die braucht man hier bei dem Modell glücklicherweise einfach nur hier aus den Gussästen raus drin. Weil einfach bei dem Panzer die Rollen einfach ausgefüllt werden und die müssen halt nicht so zusammengeklebt werden, so wie es zum Beispiel beim Tiger üblich ist. Das beschleunigt die Sache eigentlich relativ schnell hier beim Bau. Einfach nur rausklicken, versäubern und damit ist der Teil eigentlich schon erledigt. So. So, zum Versäubern hier einfach mit dem Messer feststehenden Gussast abschneiden und dann mit einer Feile hier einmal gerade grob drüber gehen und dann reicht das schon. So, und die ganze Geschichte muss man laut Bauanleitung für jede Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal ausführen. Also das ist eigentlich kein Hexenwerk, die ganze Geschichte. Ich zoome das noch mal ein bisschen ran. So, dann erkennt man das noch ein bisschen besser. Hier in dem Fall, ich habe hier einen relativ guten kleinen Seitenschneider von Tamiya. Und der hat den Vorteil, dass der halt mit beiden Seiten vernünftig schneidet und nicht quetscht. Bei anderen Seitenschneidern, andere Seitenschneider haben halt den Vorteil, dass sie nicht auf beiden Seiten eine Schneide haben, sondern einfach nur hier auf der einen Seite eine Schneide und auf der anderen Seite dann praktisch ja, wie eine Platte, wo die Schneide dann gegendrückt. Das heißt, es wird dann nicht geschnitten, sondern eher gequetscht. Und hier kann man eigentlich schön wirklich haarscharf an den Rand rangehen, abkneifen, fertig. Und hier brauche ich eigentlich fast nur noch mal mit der Feile drüber gehen. Und dann ist die ganze Geschichte vernünftig versäubert. Also wenn man das hiermit macht, ihr seht selber, das geht eigentlich relativ fix vonstatten, die ganze Geschichte. Zack. Zack. Und das Ergebnis ist echt wunderbar. Man erspart sich viel Arbeit mit diesem guten Seitenschneider. Auch hier jetzt wirklich nur noch mit der Feile einmal kurz drüber gehen. Ein bisschen versäubern die ganze Sache, dass der grobe Gussüberstand weg ist. Einmal mit dem Finger drüber gehen. Dann ist die Geschichte erledigt. Das geht wirklich sehr gut. Wenn man jetzt vielleicht doch nochmal nacharbeiten muss, dann kann man dann halt mit dem Bastelmesser hier nochmal vorsichtig an der Kante herziehen. Hier auf der anderen Seite auch nochmal. So, und jetzt ist das wirklich hundertprozentig. Und damit kann man dann schon mal ganz gut leben. Ja, die Geschichte mache ich jetzt für die linke und die rechte Seite fertig und dann kann man sich schon mal einem Teil des Fahrwerks widmen.
So, die Laufrollen sind fertig, versäubert. Müssen jetzt noch ein bisschen entstaubt werden, werden einmal mit Seifenwasser ein bisschen sauber gemacht, richtig entfettet. Und dann sind die eigentlich fertig zum Lackieren. So, dann haben wir hier einmal Leiträder und Triebräder, auch schon fix und fertig versäubert. Müssen jetzt einfach nur noch verklebt werden. Auch hier war es jetzt kein großes Hexenwerk, einfach nur raustrennen mit dem Seitenschneider, ein bisschen mit dem Messer korrigiert, ein bisschen verschliffen und fertig ist es. So. Verkleben tue ich eigentlich meine Modelle grundsätzlich mit dem guten Kleber hier von dem Extrasin von Tamiya. Der ist wirklich spitze, braucht nicht lange, bis er trocken ist und ist mittlerweile in Deutschland eigentlich auch in jedem gut sortierten Handel immer erhältlich. So, einfach nur ein bisschen einstreichen. Das Gegenstück dazu zusammensetzen. Muss dann hier mal ein bisschen nachhelfen, dass das so in die Führung reinpasst. Warum geht das jetzt nicht? So, sieht das schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen Kleber reinlaufen lassen. Rest macht dann die Kapillarwirkung von dem flüssigen Kleber. Hier bei dem anderen Stück auch. Für gewöhnlich mache ich es eigentlich so, dass ich immer einmal vorm Verkleben so eine Trockenanpassung mache, um wirklich zu gucken, dass die Teile auch hundertprozentig voneinander passen. Weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als hinter irgendwelche bösen Überraschungen, wenn man schon den Kleber aufgetragen hat, dann ist es meistens immer noch ziemlich schwer, was zu korrigieren. Darum lieber vorher einmal so eine Trockenanpassung machen. Damit kommt man eigentlich ganz gut zurecht, dann, wenn man so verfährt. So. Dann lassen wir auch noch mal ein bisschen Kleber so reinlaufen. Auch dasselbe, einmal kurz trocken anpassen. Hier kann man eigentlich auch nicht viel verkehrt machen. Man hat hier so eine kleine Nase sitzen, hier die Passung dafür auf der Seite, einfach nur zusammenstecken, festhalten und ein bisschen Kleber reinlaufen lassen. Das ist wirklich das Gute an dem wirklich extrem dünnflüssigen Kleber hier von Tamiya. Durch die Kapillarwirkung läuft er fast schon von alleine rein. Bisschen andrücken und fertig ist es. Hier auch vorher gerade noch einmal trocken anpassen. So passt das alles wunderbar voneinander. Kleber reinlaufen lassen. Und damit ist die Geschichte dann auch schon so gut wie erledigt. Na, geht das hier wieder auseinander. Wenn nicht genug Kleber. Und hier nochmal ein bisschen nacharbeiten. So. So. Ich lasse das meistens immer so eine Stunde trocknen. Dann kann man dann immer ganz gut weiterarbeiten an der Geschichte. Das ist eigentlich keine schlechte Sache. Hier noch mal ein bisschen, wenn der Kleber angezogen hat, kann man immer noch mal ein bisschen hergehen. Und noch mal ein bisschen ausrichten bzw. nachkorrigieren, wenn es nötig ist.
Das kann man so innerhalb der ersten 10 bis 20 Minuten ganz gut machen. Da hat der Kleber noch nicht vollständig abgebunden. Dann geht das ganz gut. Da kann man nochmal so ein bisschen drücken und ziehen an verschiedenen Ecken und Enden. Und dann bleibt das auch so in Position. Okay, also Laufrollen, Triebräder und Leiträder sind eigentlich somit fertig. Und dann kommen wir jetzt zum Fahrwerk. Wie hier eine Bordanleitung zu sehen ist, haben wir hier einmal für die rechte Seite und einmal für die linke Seite. Wo man mit anfängt, ist egal. Ich fange jetzt mal einfach mit rechts an. Da brauche ich hier einmal die Bauteile A17 und A22 und das viermal. So, dann habe ich hier A17. 1, 2, das Gegenstück davon, A22, 1 und 2 mal. Dasselbe nochmal am anderen Gussast, A17. So. Hier auch einfach mit dem Seitenschneider ein bisschen nacharbeiten an den Stellen. Mit dem Messer noch ein bisschen versäubern. Einmal drüber gehen. Fertig. Die Gegenseite dazu haben wir hier. 1, 2, 3. Was man hier gut sehen kann oder was eigentlich immer positiv bei den Bausätzen, bei den neueren Bausätzen von Trompeter oder auch von Hobbyboss ist, der saubere Spritzguss der Teile. Man muss sich hier wirklich nur auf die Angussstellen konzentrieren, dass man die vernünftig sauber macht, weil die Bauteile an sich selber ja, von so guter Qualität sind, da ist Nacharbeiten also eigentlich so gut wie gar nicht vonnöten. Das erspart natürlich unheimlich viel Zeit. Und man bekommt da eigentlich auch immer gut was geschafft. So, Bauteil A17, A22 kommen dann so zusammen. So, dann einfach verkleben. Kleber reinlaufen lassen. Ein bisschen ausrichten, schon während des Verklebens. Damit ist 1 von 4, beziehungsweise Bauteil
A17 und A22 zusammen. Hier kommt jetzt noch, an das Bauteil kommt jetzt noch das Bauteil A24 dran. Das haben wir hier. So. Hier auch einfach wieder nur Seitenschneider abknipsen. Kleines bisschen mit dem Messer nacharbeiten. Kurz versäubern. Hier nochmal gucken. Hier haben wir so ein ganz bisschen gerade überstehen. Das ist aber auch überhaupt nicht der Rede wert. So. Dann hier einfach ein bisschen Kleber auftragen. Zack. Und zusammenfügen. So. Hier noch ein bisschen reinlaufen lassen. So, somit ist das erste Teil fertig. So, okay, die Teile für die Radaufhängung sind soweit fertig. Ich mache das jetzt mal hier weiter an einem Beispiel von einem Bauteil. Ich zoome noch mal ein bisschen näher ran. So, dann sieht man das auch besser. So, und zwar muss man hier diese Schwingarme einfach nur einsetzen, ein bisschen fester andrücken. Selbe spiele ich mit der anderen Seite. Das auch einfach nur ansetzen. So, normalerweise könnte man jetzt hergehen und die ganze Geschichte hier schön verkleben. Das mache ich aber noch nicht. Und zwar aus dem einfachen Grunde, wenn ich die Bauteile nachher hier an der Wanne anklebe und dann die Laufräder draufkommen, dann habe ich jetzt, wenn ich es nicht verklebe, immer noch die Möglichkeit, die Arme hier so ein bisschen zu korrigieren, so damit auch wirklich, damit auch wirklich alle Laufräder Kontakt zum Boden haben. Würde ich das jetzt verkleben und ich hätte da irgendwelche Differenzen drin, hätte ich dann hinterher halt irgendwo die ein oder andere Laufrolle in der Luft stehen, weil ich es nicht mehr nach unten weg hätte korrigieren können. Darum also die Teile immer erst, oder in dem Fall erst ankleben, wenn ich das Teil selber hier an der Unterwanne angeklebt habe. Ja. Gut, okay, soweit hierzu. Dann an der Wanne, da habe ich die Bauteile B21 und B22 schon verklebt. Das sind diese Halbrunden hier. Einfach nur angesetzt, Kleber hinterlaufen lassen, fertig. Und die Bauteile A15, einmal auf der Seite und einmal auf der Seite, sind auch schon verklebt. So dass ich jetzt eigentlich zu den Bauteilen A3 beziehungsweise, ja, ist beides die Bezeichnung A3 auf beiden Seiten, so dass ich das da jetzt verkleben kann. So, hier auch kann man eigentlich nicht viel verkehrt mitmachen. Hier habe ich zwei kleine Nasen, die als Arretierung dienen. Hier einfach ansetzen, bisschen Kleber nehmen, einfach hinterlaufen lassen. Rest macht die Kapillarwirkung. Bisschen andrücken. Das kann man, wenn man will, von innen hier nochmal. Hier einen Tropfen rein, da einen Tropfen rein. Auf der anderen Seite dasselbe Spielchen. Hier einfach Kleber hinterlaufen lassen. So, hier drinnen in die Aussparung. Da kann man auch noch einen Tropfen rein.
hier und einmal hier. Bisschen andrücken. Auch fertig. Ja, jetzt könnte ich eigentlich mal soweit schon die Geschichten fürs Fahrwerk machen. Achso, eine Geschichte wollte ich noch zeigen, und zwar in der Bauanleitung. Ich finde, das sind immer so Geschichten, wo es einem, naja, nicht unnötig schwer, aber doch irgendwo schnell zur Verwechslung kommen kann. Ich zoome das mal gerade ran, dass ich euch das zeigen kann. Und zwar ist hier die Montage der kompletten Radaufhängung. Wie ihr seht, ist die rechte Seite, also die Montageanleitung für die rechte Seite, auf der linken Seite des Blattes abgebildet und die linke Seite hier auf der rechten Seite. Ich finde, das ist doch schon ein bisschen verwirrend. Also da könnte man sich doch wirklich herstellerseitig mal versuchen anzugewöhnen, das auch dann richtig zu machen. Also links auf links und rechts auf rechts und nicht irgendwie verdrehen. Also da kann es doch dann schon schnell zur Verwechslung kommen. Und ja, wenn die Geschichte einmal verklebt ist, das dann vernünftig oder generell wieder auseinander zu bekommen, da sehe ich doch irgendwo schon als Problem an. Ja gut, dann geht es jetzt hier weiter mit Bauabschnitt 4. Hier wird jetzt das komplette Fahrwerk zusammengebaut und das mache ich jetzt mal. Ein bisschen wegzoomen. So, und zwar fangen wir dann mal mit der linken Seite an. Das ist eigentlich auch alles relativ simpel. Ich habe hier meine beiden Stifte, hier nochmal eine Führung, die ich angeklebt habe. Und jetzt wird das alles, muss ich gerade selber mal gucken, jetzt wird das hier einfach nur so aufgelegt, bündig, mit der Führung. Das heißt, ich setze hier ein bisschen Kleber an, da ein bisschen Kleber. Aufstecken. So. Einfach hier den Kleber reinlaufen lassen. Wenn von dem Kleber mal an irgendeiner Stelle was dahin läuft, wo er eigentlich nicht hinlaufen sollte, ist das überhaupt nicht schlimm. Nur auf keinen Fall mit dem Finger dran herumraken. Einfach Finger von weglassen. Das trocknet. Hinterher schleift man es mit einem feinen Schleifpapier einfach ein bisschen an und fertig. Da sieht man hinterher nichts mehr von. So. Auch hier. Wieder ansetzen. Auch hier habe ich natürlich vorher zur Kontrolle Passproben gemacht, dass ich hier so beim Verkleben keine bösen Überraschungen erlebe. Einfach nur den Kleber reinlaufen lassen. Das ist das Schöne an dem extrem dünnen Kleber von Tamiya. So. Meine gut, bei Panzermodellen ist das alles nicht, wenn mal was in der Buchse geht, alles nicht so dramatisch. Hier hat man immer noch die Möglichkeit, gut zu korrigieren, was bei anderen Modellen, also sprich im Flugzeugbau, dann schon ein bisschen schwieriger ist. Weil da fallen solche Sachen sofort auf. Da ist der Panzermodellbau doch dann eigentlich relativ dankbar. Und bei solchen Sachen, so, jetzt ziehe ich hier oben nochmal ein bisschen Kleber hinterher. Da nochmal ein bisschen, da nochmal ein bisschen. Ja, und somit ist die erste Seite fertig verklebt. Dann kann man sich jetzt an die zweite Seite ranmachen. Okay. Der Bereich hier im Fahrwerk ist jetzt soweit trocken.
alles verklebt und somit eigentlich fertig. Das können wir jetzt erstmal beiseite legen. Leiträder und Triebräder auch fertig. Hier die Schwingarme, das ist fertig. Und die Laufrollen fertig. Dann geht es jetzt weiter an der Heckplatte. Hier habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich zoome das mal ein bisschen ran. So, und zwar möchte ich an dem Modell einige Sachen weglassen, wie zum Beispiel den Wagenheber oder hier oben einige Haken. Dafür müssen natürlich dann hier die Löcher zugespachtelt werden. Das geht eigentlich ganz gut mit diesem Perfect Plastic Putty. Das Zeug hat den Vorteil, es trocknet ziemlich schnell und es fällt auch nicht ein. Das heißt also, ich muss da nicht noch zwei, dreimal drüber gehen, bis ich das Zeug dann bündig abschleifen kann. Das trage ich nur wirklich einmal auf, hier mit so einem kleinen Spatel. Da nehme ich mir hier ein bisschen was von, trage das auf, lasse es 5 bis 10 Minuten trocken und kann es dann abschleifen. In dem Fall habe ich es aber so gemacht, dass ich hier jetzt, um die Löcher zu verschließen, nicht von oben oder von vorne gespachtelt habe, sondern ich habe das praktisch einmal von der Rückseite aufgetragen, durchgedrückt, so dass dann hier so kleine Pickel drauf entstanden sind. Das habe ich einfach trocknen lassen und abgeschliffen. Hier unten, wo der Wagenheber befestigt wird, die Aufnahme dafür, da musste ich es von vorne machen. Das ist aber auch kein Problem. Hier trägt man das Zeug einfach ein bisschen dicker auf. So, und dann habe ich hier diese kleinen Flexifeilen. Die habe ich mir mal bestellt im Internet und damit kann man das eigentlich relativ gut und schnell runterspachteln bzw. runterschleifen. Das ist eine gute Sache. Da kommt man überall ganz gut mit hin. Und wie ihr seht, diese Spachtelmasse, die lässt sich wirklich super schleifen. Und wie gesagt, die fällt auch nicht zusammen. Das heißt, ich habe da keine Sinkstellen nach dem Schleifen drin. Ihr seht also, das geht eigentlich relativ fix, das Runterschleifen. So, dann haben wir es auch schon. Eine saubere Sache. So, wenn dann mal diese Pfeilen, so wie die jetzt hier, völlig zusitzen, dass man wirklich nicht mehr weiterkommt oder dass das Schleifergebnis wirklich dann nicht mehr zufriedenstellend ist, dafür gibt es so ein, ja, ich sage jetzt mal so wie so eine Scheibe ist das, die ist auch so eine Art Hartgummi, zum Reinigen der Pfeilen. Da ziehe ich einfach nur die Pfeile 2-3 Mal drüber mit beiden Seiten. Und ihr seht, die Pfeile ist wieder super gereinigt und ich kann sofort mit weiterarbeiten. So, dann habe ich hier jetzt noch mal eine Pfeile, nur noch mal kleiner, die mache ich auch noch mal sauber. So, jetzt gehe ich hier noch mal fein drüber. Hier noch mal so ein bisschen in die Ecken rein, dass der Staub da auch überall raus verschwindet. Und ihr seht, das ist eigentlich ein super Ergebnis. Zufriedenstellend, kann ich super mit leben. Hinterher, wenn der Lack aufgetragen ist, wird man sicherlich noch mal so ein bisschen was durchschimmern sehen, aber das ist kein Problem. Das schleift man dann einfach noch mal ein bisschen über und damit ist die Sache dann erledigt. Ja, dann ging es weiter oder geht es weiter mit der Auspuffanlage, weil mehr kommt an das Heck auch nicht dran. Ne? Die habe ich schon mal zusammengeklebt. Hier habe ich dann, das zoome ich mal ein bisschen ran. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. So ist es besser. Hier diese Klebenähte, damit ich hier nicht
noch großartig spachteln muss, habe ich hier den Tamiya-Kleber auch richtig reinlaufen lassen und habe das dann mal richtig zusammengequetscht, sodass sich hier wie so eine kleine Wulst bildet. Und wenn das dann durchgetrocknet ist, da kann ich dann einfach hergehen. Schleife alles das, was übersteht, runter. Also der kleinen Fein noch mal hinterher. Schön auch in die Ecken rein. Das kann man ganz gut mit denen hier machen. Das geht wunderbar, weil sie halt so fein sind. Somit habe ich hier wirklich jetzt ein nahtloses Bauteil liegen, mit dem ich super arbeiten kann. Hier ist auch noch kein Nacharbeiten mehr nötig. Hier am Rohr nochmal selber so ein bisschen drüber gehen. Immer schön der Kontur folgen, dass man sich hier kleine platten Stellen reinschleift. Seite immer dasselbe. Nochmal mit der feinen Seite vorgehen. Und mit der feinen nacharbeiten. So, dann kommen wir zu dem unteren Teil nochmal. Die grobe Seite. Dann nehmen wir die etwas feinere Seite. So, kurz mit dem Pinsel reinigen. Fertig. Das war eigentlich ein überzeugendes Ergebnis. Das Bauteil kann angebaut werden. Ja, dasselbe passiert jetzt hier mit dem anderen Stück auch. Dann hier noch die Abdeckungen dazu, die sind auch versäubert. Da kommen jetzt aber noch ein paar kleinere Teile dran und dann kann alles zusammengefügt werden. Und die Heckplatte kann dann hier hinten an der Unterwanne befestigt werden und verklebt werden. Da kann man auch mal gerade eine Trockenanpassung vornehmen. So, wenn man noch reinnehmen würde. So. Wie ihr seht, hier ist auch kein Nacharbeiten nötig. Das passt alles da, wo es hin soll. Das ist hier. Hier ist es eigentlich vorgegeben. Hier an der Seite. An dem Stück. Und hier auch hat man so wie so eine kleine Führung. Also die Platte da einfach reinschieben, ankleben und fertig ist das. So, wie das alles hinterher fertig aussieht und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch dann im nächsten Teil. Ich würde einfach sagen, bleibt sauber und happy modeling.